war dann Leiter in der Metallgießerei, die zum Sachs-Konzern gehört hat. Anschließend Werkleiter für Glasteile bei der Pilkington Automotive Deutschland. Nächste Station war die Firma Kern und Liebers, wo er den Stanzbereich verantwortet hat. Und er ist jetzt Geschäftsführer der Umform- und Stanztechnik der Freudenberg AG, richtig? Freudenberg und Co. Ja gut, aber sagen wir mal so, die Firma Freudenberg ist ein großes Unternehmen, dem einen oder anderen sicher bekannt. Spezialgebiet oder ein großes Gebiet von der Firma Freudenberg ist die Dichtungstechnik und das wird sicher auch hier heute ein Kernthema sein, wie man solche Dinge besonders effizient und gut herstellen kann. Und ich denke mal, dass Sie auch was zu dem neuen Fertigungsverfahren sagen, für das die Firma den Innovationspreis erhalten hat. Genau. Wir wünschen uns einen schönen Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich möchte Ihnen zu drei Dingen kurz was sagen, ganz kurz was zum Unternehmen. Sie haben schon gemerkt, das mit der AG ist dann etwas, was man nochmal vielleicht prüfen muss. Wir sind auch stolz darauf, noch ein Familienunternehmen zu sein, in sehr, sehr vielen verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, seit über 160 Jahren, eigentlich aus der Lederindustrie kommend. Und ja, repräsentieren im Moment Größenordnung 35.000 Mitarbeiter weltweit mit einem Konzernumsatz von knapp 6 Milliarden Euro. Ganz kurz ein bisschen was zur Diversifizierung, weil, wie Sie richtig gesagt haben, ich vertrete den Bereich, der für die Dichtungstechnik steht, nämlich die Freudenberg Sealing Technologies. Andere Unternehmen des Hauses Freudenberg, des Konzerns Freudenberg, die Sie vielleicht kennen, ist Weleda, Haushaltsprodukte, sind aber auch Produkte für die Schienenindustrie, Produkte wie Fließstoffe, also nicht gewebte Materialien. Von dem her ist Freudenberg ein sehr breit aufgestellter Konzern. Wir sind weltweit tätig, eigentlich überall da, wo unsere Kunden sind, beziehungsweise wo es Sinn macht, für unsere Kunden auch zu fertigen und zu vertreiben. Und haben natürlich aufgrund der Diversifizierung durchaus auch in den Krisenjahren 2008 und 2009 Dellen gehabt im Umsatz. Aber wie Sie hier sehen, vielleicht nicht ganz so groß wie bei Unternehmen, die nur in einer Branche dann auch vertreten sind. Branche ist das nächste Stichwort. Aufgrund dieser breiten Aufstellung sehen Sie, es ist ein großer Anteil das Erstausrüstergeschäft im Automobilbereich, zu dem natürlich Radialwellendichtringe gehören und ein paar Anwendungsfälle werden wir heute dann auch sehen. Es ist aber auch der allgemeine Maschinenbau. Der Ersatzteilmarkt für beide Bereiche, die unter anderen Handelsnamen auch am Markt agieren. Deswegen, Sie kennen vielleicht die Firma Corteco, wenn Sie selber am Auto was basteln, das ist Freudenberg. Und auf der anderen Seite, wenn Sie in Simmering für den industriellen Bereich benötigen, dann kennen Sie den Namen Simrit. Beides Marken der Freudenberg-Gruppe. Daneben sind wir aber auch tätig in Bereichen wie Schienentechnik, in Bereichen wie Medizintechnik, also auch typische Wachstumsmärkte, die natürlich zur Diversifizierung beitragen. Das Thema Haushaltsprodukte, also Endverbraucher, habe ich bereits erwähnt. Nach Regionen, wir sind traditionell ein deutsches Familienunternehmen in Weinheim ansässig, wo ich auch herkomme, weil wir unsere Standsaktivitäten aus der Zentrale in Weinheim an der Bergstraße organisieren. Sie sehen aber hier auch, dass wir natürlich mittlerweile einen sehr breiten Bereich in Europa haben und natürlich auch in den Wachstumsmärkten in Asien vertreten sind und Amerika traditionell auch vertreten sind. Wir sind überdies mit einem japanischen Unternehmen, der Firma NOK, auch ein Familienunternehmen, ich sag mal über Kooperationen verbunden, sodass wir auch im japanischen Bereich hier entsprechend präsent sind. Mitarbeiter, sehen Sie, ist relativ stabil. Das ist auch, denke ich, was uns als Unternehmen auszeichnet, Langfristigkeit. Und wenn wir nachher gleich über die Innovation zu sprechen kommen, werden Sie sehen, das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung, eine solche Innovation auch dann voranzutreiben. Das sieht man aber eben auch an den Mitarbeiterzahlen, die relativ konstant über die Jahre sind. Mitarbeiter heißt natürlich auch, dass wir sehr viele Mitarbeiter in Deutschland nach wie vor haben, so wie unsere
Gesellschaft noch aufgestellt sind, natürlich zunehmend und wachsend auch in den Wachstumsmärkten, gerade in Asien. Das vielleicht ganz kurz zur Firma Freudenberg, weil wir ja jetzt hier in der Region nicht ganz so bekannt sind vielleicht im Detail. Vorneweg, und damit kommen wir eigentlich schon zum Kern, denn dieses Thema Stanzen ist Silber, Laser ist Gold, kommt letztlich auch daher, dass wir unsere Verfahren weit weiterentwickelt haben. Und das ist auch festgeschrieben in unseren Guiding Principles, die bei uns im Hause sehr stark gelebt werden. Innovation ist eines unserer Prinzipien in den Leitbildern. Neben Führerschaft, neben Mitarbeitern, neben Langzeitorientierung und Verantwortlichkeit. Und ich denke, gerade aus dem Dreiklang von Innovation auf der einen Seite, von Langzeitorientierung und aus der Verantwortlichkeit auch letztlich für die Ressourcen, denn Sie werden nachher sehen, dieses Verfahren hat Kostenvorteile, es hat aber auch wesentliche Vorteile, was den CO2-Haushalt angeht, wesentliche Vorteile, was den Umweltschutz angeht, denke ich, das ist so das Gemenge, aus dem solche Innovationen entstehen, für die, und das haben Sie richtig ja auch gesagt, wir im Frühjahr diesen Jahres mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet worden sind. Wie führen wir prinzipiell solche Innovationen durch? Auf der einen Seite setzt das natürlich voraus, dass wir Visionen haben. Und sicherlich Teil dieser Vision ist es, dass wir Megatrends folgen, dass wir hier auch, ich sag mal, Trendscouting machen, um rechtzeitig die richtigen Produkte auch am Markt zu haben. Es setzt natürlich auch voraus, dass wir gewisse Werkzeuge haben, solche Dinge systematisch zu entwickeln. Auch dazu werde ich gleich im Detail noch einiges sagen. Wir brauchen natürlich die Ressourcen. Wir brauchen die Möglichkeit, auch kreativ zu denken. Das Projekt, was ich Ihnen heute vorstelle, hat eine Entwicklungszeit von mittlerweile fast 6 Jahren. Das heißt also, das ist nichts, was durch eine kurze Phase letztlich dann auch sofort zum Erfolg geführt wird. Und Sie brauchen natürlich auch die Werkzeuge, wie Sie solche Innovationen dann auch systematisch entwickeln. Deswegen, wie gehen wir bei solchen Produktinnovationen vor? Wobei das, was ich Ihnen heute vorstelle, sicherlich eine Mischung aus einer Produkt- und einer Prozessinnovation ist, denn das Produkt selber, nämlich der Simmering, ist etwas, der sich durch diese Innovation nicht verändert hat. Das beginnt eben zunächst mal, dass wir eine Trend- und Marktanalyse regelmäßig durchführen für all unsere Produktfelder, in denen wir tätig sind, dass wir hier aber auch eben durch Scouting, da gibt es Unternehmensagenturen, Unternehmensberatungen, die da helfen, natürlich auch schauen, was sind dort Trends, die speziell in unseren Märkten interessant werden, und ein Ergebnis für den Bereich, den ich ja auch mitverantworte, war eben das Thema CO2, speziell im Automobilbau, Nachhaltigkeit. Dann ist sicherlich der nächste Schritt, dass die Ideen irgendwie generiert werden müssen. Und das Ganze ist natürlich hier nicht so linear, wie es hier dargestellt ist in Realität. Zum Teil haben Sie auch Situationen, wo Sie eben sehen müssen, dass Sie auch andere Technologien mit einbinden müssen, die sich weiterentwickeln. Das heißt also, wenn Sie sich das anschauen, ich habe Ihnen nachher ein Bild von dem allerersten Ring, der in dieser Art und Weise gefertigt worden ist, mal mitgebracht, da werden Sie sehen, der ist sehr grob, den können Sie eigentlich auch nicht in den Simmering einbauen. Das war nur möglich, weil wir andere Partner wie die Firmen Trumpf und Bieler hatten, die uns natürlich mit ihren Technologien und Technologieweiterentwicklungen hier weitergeholfen haben. Das heißt also, die Idee ist eins, aber dann ist man natürlich relativ schnell auf dem Boden der Tatsache. Man muss ein Konzept machen, man muss Technologien auch im Weiteren entwickeln. Man muss Vorentwicklungen machen. Wir haben eine Prototypenanlage im Endeffekt bei der Firma Bieler dann auch aufgebaut, um dort eben alle Ressourcen nutzen zu können. Und dann kommt eigentlich der Schritt, wo Sie sagen, okay, und jetzt nehme ich Geld in die Hand, um in eine Großserienanlage, in ein marktgängiges Produkt, in ein marktfähiges Produkt zu investieren. Und damit haben Sie natürlich den Durchbruch, und
damit natürlich auch einen Beitrag zu einem Unternehmensziel, das im Falle Freudenberg eben heißt Profitable Growth, das heißt profitables Wachstum. Megatrends, ich hatte es vorhin schon angesprochen, sind natürlich für einzelne Industriezweige unterschiedlich. Wie gesagt, wir bewegen uns sehr stark im Bereich allgemeiner Maschinenbau und im Bereich Automobil. Dort haben Sie ganz klar Trends wie Nachhaltigkeit, CO2 spielt eine Rolle. Dann spielt das ganze Thema Gewichtsreduzierung eine Rolle. Es spielt das Thema höhere Präzision eine Rolle, weil sie Toleranzen reduzieren und damit eben Sicherheiten aus den Systemen herausnehmen können. Was aber wichtig ist, ist, dass sich das wiederum in einzelnen Branchen unterschiedlich darstellen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir von solchen Megatrends sprechen, dass wir das immer in die Verbindung mit dem Markt bringen. Ich habe andere Kollegen, die zum Beispiel im Bereich Medizintechnik tätig sind. Für die ist natürlich zum Beispiel ein Thema demografischer Wandel ein ganz anderes Thema. Alternde Gesellschaft, das ist jetzt etwas, was für einen Radialwellendichtring beispielsweise nicht so relevant ist. Und das, deswegen, man muss es immer in der Verbindung sehen und wir machen das regelmäßig, die Megatrends mit den jeweiligen Branchen und Geschäftszweigen. Das Ganze bringen wir ein in ein Kompetenzzentrum als ein Gebäude für die Innovation, das im Wesentlichen besteht aus einem Produkt. Das war in unserem Fall relativ klar. Wir sind der konzerninterne Vorlieferant für Metalleinlegeteile, für Radialwellendichtringe schwerpunktmäßig. Das heißt, das Produkt war bei uns nichts, was wir grundlegend geändert haben durch die Innovation. Dann haben wir das Thema Material. Das sind Dinge, die haben wir zum Teil verändert durch die Innovation. Und dann ist es natürlich auch die Technologie selber. Und das war jetzt der Schwerpunkt des Projekts, was ich Ihnen heute hier auch vorstelle. Das heißt, wenn Sie das zusammenfassen, wir sind Experten in niedrig legierten C-Stählen. Das bleibt auch so, das heißt, das Verfahren bleibt von den Werkstoffen her in einem ähnlichen Bereich. Und wir haben sicherlich Erfahrungen in unseren Produktionstechnologien wie Metallumformung, wie Laserschweißen und Laserschneiden. Um Ihnen ein bisschen Gefühl dafür zu geben, ich meine, die meisten von Ihnen werden Simmering schon mal in der Hand gehabt haben. Typische Anwendungsfälle im Automobilbereich sind natürlich das Getriebe. Was Sie sehen, ist, Sie sind dort in Bereichen, Drehzahlbereichen, die abgedeckt werden müssen, meistens so zwischen 3.000 und 6.000 Umdrehungen pro Minute im Einsatz. Und was Sie hier sehr schön sehen, ist, dass eben in jedem Simmering klassischerweise ein Metalleinlegeteil sich befindet, das dem Gummi, dem Kunststoff, die Form gibt. Sie haben weiterhin in der Regel eine Feder, ein Federring, der letztlich dafür sorgt, dass die Dichtlippe auf die Welle quasi aufgezogen wird. Und im Folgenden, wenn wir über das Umformen und das Schweißen sprechen, sprechen wir immer über diese Metalleinlegeteile. Eine andere Anwendung ist das Thema Hinterachse. Dort sind Sie mit deutlich niedrigeren Umdrehungen im Einsatz. Was Sie dort aber sehen, dort nimmt das Thema Robustheit von Dichtringen eine größere Bedeutung ein. Sie sehen dort auch kompliziertere Konstruktionen wie beispielsweise Kassettendichtringe mit mehreren Metallgehäusen, einfach um hier auch entsprechend robuste Anwendungen gegen Verschmutzung zu bieten. Wenn Sie ähnliche Konstruktionen im Bereich, das ist jetzt hier Truck, wenn Sie so ähnliche Konstruktionen im Bereich landwirtschaftliche Fahrzeuge sehen, sind die Dichtungen nochmal deutlich aufwendiger, um ein Produktleben störungsfrei zu überleben. Den dritten Fall, den ich Ihnen mitgebracht habe, das sind Vorderachsen und Sie sehen, zum Teil arbeiten Sie mit Dichtungspaketen, um hier Robustheit darzustellen, zum Teil mit Paketen mit Innen- und Außendichtungen
Und das ist letztlich die Welt von Metallteilen, über die wir bei Radialwellendichtringen sprechen. Das heißt, wir sprechen über eine sehr, sehr große Vielfalt von geometrisch eigentlich immer ähnlichen Teilen, rotationssymmetrische Teile. Wenn Sie bei uns in die Fertigung gehen, werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist eines der langweiligsten Dinge, die es gibt, weil im Prinzip sehen Sie nur Metallringe in Durchmessern zwischen 30 mm bis hoch auf 400 mm, aber eben in absolut unterschiedlichen Geometrien, unterschiedlichen Blechstärken und auch unterschiedlicher Komplexität, was die Toleranzen angeht. Denn was Sie hier zum Teil auch haben, ist, das sehen Sie hier zum Beispiel in dem unteren Bild, zum Teil haben Sie Ringe, die eine metallische Dichtung sicherstellen in der Buchse nach außen. Das heißt also, da dichtet Metall auf Metall ab als Pressung. Zum Teil haben Sie Abdichtungen Gummi auf Metall. Und für all diese Fälle gibt es natürlich unterschiedliche Toleranzen und unterschiedliche Details, die bei der Fertigung beachtet werden müssen. Ganz kurz zu der Organisation, mit der wir diese Teile fertigen. Freudenberg ist organisiert in Lead- und Competence-Center. Lead-Center sind marktfokussiert, das heißt, die kennen sehr, sehr genau ihre Produkte und Kunden. Die Competence-Center sind sehr stark technologieorientiert. Der Bereich Metallkomponenten fällt natürlich in den Bereich der Technologieorientierung. Wir fertigen an drei Standorten in Europa, in Deutschland, in Italien, Frankreich. Wir haben fünf Produktionspartner, zum Teil in osteuropäischen Ländern. Das sind Unternehmen, wo wir die Technologie bereitstellen, die aber dann als unabhängiges Unternehmen unter unserer technologischen Anleitung fertigen. Das Ganze macht ungefähr 750 Millionen Teile im Jahr, Metallteile, wobei Sie eben berücksichtigen müssen, dass das von wenigen 100 in der Jahresmenge bis hoch in die Millionen gehen kann. Das repräsentiert ungefähr 52 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und in Summe habe ich in meinem Bereich 300 Mitarbeiter in Europa. Wir fertigen in klassischer Standstechnologie, in Transfertechnologie, in Folgeverbundtechnologie, in Bandstanzentechnologie, in Handstanzentechnologie und eben seit Sommer letzten Jahres im SOL-Verfahren. Was ist eine der Motivationen für dieses SOL-Verfahren? War der Stahlpreis. Wenn Sie sich diese Kurve angucken, dann gibt es da eigentlich genau eine Richtung und das ist das Thema Anstieg. Wie Sie sehen, haben wir im Prinzip innerhalb von einer Dekade die Stahlpreise verdoppelt. Für nächstes Jahr gibt es jetzt durch die Konjunktur wieder mal eine Ankündigung, dass wir vielleicht etwa 70 Euro die Tonne Stahl wieder einen Rückgang haben werden. Aber die Erfahrung zeigt einfach, das sind momentane Effekte und der Langzeittrend ist zunehmend. Wenn Sie dann ein Produkt fertigen, das Sie in der Regel relativ automatisiert fertigen, wo der Materialpreis eine ganz, ganz wesentliche Größenordnung ist, dann fangen Sie natürlich an, darüber nachzudenken, wie Sie die Abhängigkeit von dieser Preisentwicklung reduzieren können. Und das ist eine der Ausgangsideen dieses Verfahrens. Das heißt, wenn Sie jetzt ein konventionelles Stanzverfahren sehen, wie wir konventionell solche Ringe beispielsweise in Weinheim herstellen, rund 200 Millionen im Jahr, dann beginnen wir mit dem Coil. Das heißt, wir bekommen den Bandstahl von unseren Lieferanten, gehen dann in der Regel auf eine initiale Presse, entweder Transferpresse oder Bandstanze. Dort setzen wir Ziehöle ein, was natürlich ein Umweltaspekt ist, weil sie dieses Öl an vielen Stellen haben. Das Zweite ist, es ist ein zusätzlicher Produktionsprozess, weil sie in der Regel für die Weiterverarbeitung dieses ölhaltige Teil dann waschen müssen. Und sie haben natürlich Schrotte. Schrotte, die einfach über das Fertigungsverfahren entstehen, also Stanzabfälle. Das Zweite ist, in der Regel können wir komplexe Geometrien so nicht herstellen in einem Arbeitsgang. Das heißt, komplexe Geometrien benötigen einen zweiten Arbeitsgang, in der Regel einen Offline-Arbeitsgang auf einer Handstanze, das heißt eine manuell beschickte Stanze. Dort haben Sie dann erneut Stanzabfälle.
Und der nächste Schritt ist, dass Sie dann in der Regel Teile entgraten müssen, weil diese Teile, die aus dem Schlanzprozess kommen, sind gratig. Das Ganze ist ein Arbeitssicherheitsrisiko natürlich auch. Um zu entgraten, verwenden wir klassische Verfahren wie das Gleitschleifen. Dazu brauchen Sie Chemikalien, Sie brauchen entsprechende Steine. Sie haben Gleitschleifschlamm, den Sie entsorgen müssen. Und dann kommen die Teile sehr oft zur Ergänzung um Anführschrägen, Montagehilfen und Ähnliches dann noch in eine sparende Bearbeitung. Dort haben Sie Späne und am Ende kommt ein fertiges Produkt raus. So, und dieses fertige Produkt hat eine relativ geringe Materialausbeute. Die liegt so Größenordnung bei 25 bis 30% des eingesetzten Stahls. Und an der Stelle müssen Sie sehen, dass um ein Keul mit Präzisionsband zu erzeugen, natürlich auch in der Stahlerzeugung nochmal erhebliche Schrotte entstehen. Das heißt also, wenn wir von 25 bis 30% sprechen, beginnen wir hier links, da wo das Spaltband, das Präzisionsband bei uns im Werk eintrifft. Wenn Sie aber den kompletten Prozess vom Hochofen über den Block, über das Schröpfen und die verschiedenen Walzgerüste nehmen, dann ist die Bilanz nochmal erschreckender, wie viel Prozent Stahl Sie letztlich für das Fertigprodukt einsetzen. Für diejenigen, die vielleicht mit Schlanzverfahren nicht ganz so vertraut sind, ein paar Worte zu unserem aktuellen konventionellen Verfahren. Es beginnt mit dem Stanzen aus dem Streifen und geht vom Streifen in die Platine. Das ist hier dieser runde Bereich rechts oben. Und was Sie sehen, wenn Sie das ausschneiden, und Sie sehen da schon ein fortschrittliches Verfahren, das ist nämlich eine oszillierende Bandzuführung, das heißt also, Sie stanzen versetzt. Den Knopf drücken. Auf der anderen Seite. Ach so. Ja. Da sieht man es, da oben sieht. Sehen Sie es? Okay, ja. Das ist also diese klassische Platine, mit der wir anfangen. Und hier sehen Sie schon, das ist der erste Schrott, den wir erzeugen. Das ist dieses Stanzgitter. Das zweite ist, wir machen dann aus dieser Platine eine Ronde. Das ist dieses Gebilde, wo dann im Prinzip in der Mitte das Loch ist. Und was Sie sehen, was da passiert ist, wir fangen erstmal an, das Loch zu stanzen. Und wir haben außen diesen sichelförmigen Abfall, den wir einfach brauchen, weil wir eine bestimmte Präzision, was den Umfang angeht, erzeugen müssen. Und dann haben wir als nächstes den Umformprozess. Das ist hier dieser Bereich, das heißt, wir gehen hier in die dritte Dimension. Dann kommt das Thema Anphasen. Das heißt, Sie sehen, aus einem zunächst eher zylindrischen Teil wird dann hier noch eine Phase angesetzt. Das Ganze wird kalibriert, weil ich vorhin schon gesagt hatte, die Außendurchmesser sind zum Teil entweder wichtig für die Weiterverarbeitung, weil sie in die Formgebungsmaschine kommen, also in die Kunststoffumspritzung, oder weil sie Metall gegen Metall abdichten. Und dann haben Sie natürlich noch das Problem, dass Sie das finale Loch in der Mitte ausstanzen, was nochmal Abfall generiert. Ist aber das traditionelle Verfahren, wie Sie solche Teile herstellen. Und wie gesagt, wir stellen heute auch noch Größenordnung 200 Millionen Teile allein in Weinheim so her. Das heißt, und da sind wir jetzt bei der Vision, bei der Idee, wie wir zu diesem neuen Verfahren gekommen sind. Ganz einfach ausgedrückt, was wir beim Stanzen machen, ist genau das, was Sie hier oben sehen. Wir haben einen Streifen. Und da sehen Sie, das war jetzt keine oszillierende Bandzuführung, das war einfach nicht verschachtelt gestanzt. Und alles, was rot ist, ist im Endeffekt Schrott. Der Schrott wird natürlich nicht entsorgt, der wird wieder eingeschmolzen, aber Sie haben die Energieverluste, Sie haben den Transport und die Vergütung ist natürlich nicht die, die Sie für Ihr Präzisionsband zahlen. So, und die Idee des SOL-Verfahrens am Ende war zu sagen, wir nehmen von vornherein einen schmalen Streifen und rollen den auf und schneiden den ab, schweißen den mit Laser und dann formen wir noch anschließend um. Und rein über die Geometrie, das können Sie einfach ausrechnen, sparen Sie da circa 70% Stahl.
bei einem solchen Streifenlayout, bei einer solchen Situation. Das hängt natürlich ab, Sie sehen es vom Durchmesser. Wir können auf der Anlage, die wir jetzt im Moment in Weinheim in der Produktion haben, bis 400 mm Durchmesser. Und wenn die Anlage natürlich entsprechend größer ist oder das Teil größer ist, ist die Einsparung umso größer. So, das heißt, was ist jetzt sozusagen die Zukunft? Was ist das, was wir aktuell tun in einer Anlage, die im Serienbetrieb ist seit Sommer letzten Jahres? Wir haben eingangs ein Coil. Das Coil hat von vornherein die Abwicklungsbreite, die wir benötigen für dieses Produkt. Das heißt, es wird da auch nichts mehr geschnitten. Wir haben eine voll integrierte Anlage, wo Sie kein WIP mehr haben. Sie haben keine Unsicherheit, was die Qualität mehr angeht. Sie haben keinen Transport und haben fertigfallend, ohne Anschrägen, ohne weitere Bearbeitungsschritte, ein gradfreies Teil. Das ist im Prinzip das Konzept dieser Schmalbandumform-Laserschweißtechnologie, für die wir, wie gesagt, auch ausgezeichnet worden sind. Und was ich Ihnen mal mitgebracht habe, das ist der Beginn dieser Idee im Jahr 2005. Das heißt, wenn Sie sich das angucken, und man sieht es natürlich auf keinem Bild immer so gut wie im Original, Sie sehen hier eine relativ grobe Schweißnaht, einfach weil damals auch die Laserschweißverfahren bei weitem noch nicht so weit waren. Man hat auch 1999 schon mal Versuche gemacht mit Reibschweißen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und Sie sehen auch, man war damals weit davon entfernt, irgendwelche komplexen Geometrien darzustellen. Man war schon froh, dass man gesagt hat, man nimmt einen auf 45 Grad eingeschrägten Bandabschnitt und verschweißt die Enden miteinander. Das ist sozusagen der Beginn von der heutigen Anlage. Und deswegen sage ich, manchmal stellen Sie dann auch fest, dass Sie technologisch gar keine Chance haben, und erstmal dort weiterentwickeln müssen. So, das heißt, was tun wir? Und ich habe Ihnen, wie gesagt, nachher auch mal noch eine kurze Filmsequenz von der Anlage mitgebracht, um Ihnen da ein bisschen mehr Hintergrund auch zu geben. Wir beginnen damit, dass wir aus dem schmalen Band eine Hülse rollen. Wir schneiden diese Hülse mit einem Laser und mit derselben Laserquelle über eine Weiche, wird dann anschließend verschweißt. Das ist sozusagen der erste Bereich, und wenn jemand von Ihnen mit Standsbiegeautomaten ein bisschen vertraut ist, das ist bis auf das Laserschweißen ein typischer Bieler Prozess. Dann gibt es ein zweiter Teil der Anlage, die sind mit Robotern verbunden, wo zunächst die Schweißnaht geräumt wird. Die Schweißnaht muss geräumt werden, weil wir geben Material zu, also wir nutzen einen Schweißdraht, der da mitverwendet wird. Und das wird mit der Räumnadel, und das ist der einzige Abfall, den wir bei dem Verfahren haben, eben geglättet. Dann wird über mehrere Stufen gebördelt. Sie sehen das, erst dann der Boden ein bisschen angeformt, dann wird quasi der Boden voll ausgeformt, dann wird die finale Form hergestellt, und Sie sehen hier einschließlich einer Phase, die meistens als Montagehilfe gilt, um das in die Buchse besser einführen zu können. Und am Ende haben wir dann noch einen Kalibrierprozess, der sicherstellt, dass wir den entsprechenden Durchmesser final erreicht haben. Das Ganze tun wir mit einer sehr, sehr großen, sehr guten Anlagenverfügbarkeit. Wie gesagt, wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr produktiv und nehmen natürlich bei so einem neuen Verfahren immer mal wieder Echtwerte auf. Sie sehen jetzt hier haben wir mal 7 Schichten ausgewertet, und was man da sieht für eine komplexe Anlage mit 80% Anlagenverfügbarkeit inklusive Ausschüssen, inklusive Rüsten, denke ich, das ist ein Wert, der sich sehen lassen kann. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, der ist auch notwendig. Wir reden über eine Anlage, die ein Investitionsvolumen von über 3 Millionen Euro hat. Die muss laufen.
Der zweite Aspekt, der, denke ich, an der Stelle sehr wichtig ist, ist, wo stehen wir mit anderen Leistungsparametern? Das eine ist, dadurch, dass wir keine angearbeiteten Zwischenprodukte mehr haben, die auch nicht mehr handeln müssen, haben wir sozusagen sofort fertig fallende Teile. Das heißt, unsere Liefertreue ist deutlich besser geworden in diesem Bereich als in der konventionellen Stanzerei, wo sie trotz Heijunka, Kanban und so weiter eben immer wieder Probleme haben, dass irgendwo durch wandernde Engpässe eben eine sinkende Liefertreue entsteht. Wir haben auch was Muster angeht, eine sehr, sehr hohe Liefertreue. Wir entwickeln im Moment auch sehr viel noch auf der Anlage, um weitere Formen auch darstellen zu können. Was ganz entscheidend ist, sowohl für unsere internen als auch für die externen Kunden, ist das Thema Prozessfähigkeit. Der Stanzprozess als solcher ist nur sehr begrenzt fähig. Wenn Sie hier umgedreht hier diesen SOL-Prozess sehen und sehen, dass wir mit einem CPK zwischen 2 und, ich sag mal, 8 hier performen, dann ist das natürlich ein Bereich, wo Sie selbst in der Automobilindustrie, wo ja so die 1,67 CPK eigentlich der Stand der Technik sind, demonstrieren, dass sie extrem reproduzierbare Prozesse haben. Wir haben bis heute in den über 12 Monaten keine Beanstandungen, keine PPMs und auch keine Nacharbeit für Serienprodukte gehabt. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, wahrscheinlich sehen für Sie diese Ringe ganz langweilig aus und auch sehr ähnlich. Vielleicht, dass Sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie unterschiedlich solche Formen sein können. Das sind jetzt nur die, die wir auf dieser neuen Anlage fertigen. In der konventionellen Stanzerei sind es deutlich mehr. Dann sehen Sie, das beginnt von so einer ganz einfachen L-Form, geht über Doppelstufen, wo Sie dann Übergänge von später Kunststoffabdichtung und Metall auf Metallabdichtung haben. Das geht weiter über Teile mit Rasten, wo also Ringe irgendwo in der Montage noch eingerastet werden. Geht über Dreifachstufen mit Außenflansch, geht über solche ja, Spazierstock-ähnlichen Geometrien. Das ist die Bandbreite. Es sind immer Ringe, es ist immer ein rotationssymmetrisches Teil, aber die Formen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sicherlich Bereiche und der konventionelle Bereich, den ich mitverantworte, guckt natürlich nach wie vor mit Sorge auf Stahlpreisentwicklungen. In dem Bereich der SOL ist es so, dass wir wissen, aufgrund der Tatsache, dass letztlich der Hebel der Stahlpreis ist, dass mit jedem Einsparungsprozess der Vorteil ist, dass wir bei steigenden Stahlpreisen eine wertmäßig höhere Einsparung bekommen. Den Hebel sehen Sie hier. Das heißt also, nur angenommen eine 10-prozentige Stahlpreiserhöhung über jedes Jahr führt eben dazu, dass hier vom Jahr 0 mit einer anfänglich relativ kleinen Einsparung sie im Jahr 10 bei fast dem Doppelten an Einsparungen dann landen. Neben den Materialkosten spielen Werkzeugkosten auch eine wesentliche Rolle. Das sehen Sie hier. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir hier im Bereich der kompletten Stanzerei in der Regel pro Referenz bei Werkzeugkosten von 16.000 bis 25.000 Euro liegen. Und die Werkzeuge im SOL-Verfahren bestehen nur aus solchen Scheiben. Und für so eine Scheibe, je nachdem, wie viele Sätze Sie brauchen, wir haben dort mehrere Stationen, liegt der komplette Satz zwischen 500 und 3.500. Das heißt also auch die Werkzeugkosten sind deutlich günstiger und was Sie sich natürlich auch vorstellen können, Time to Market ist deutlich kürzer, weil ein solches Werkzeug zu konstruieren, selbst wenn es standardisiert ist, selbst wenn wir natürlich Baukastensysteme verwenden, weil wir eben immer rotationssymmetrische Teile haben, dauert deutlich länger als hier im Prinzip Scheiben, die absolut standardisiert sind,
als Werkzeuge einzusetzen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Vorteile, die, und das muss man ganz klar sagen, sicherlich Nebennutzen sind, die wir festgestellt haben während der Technologieentwicklung. Wir haben auf der einen Seite das Thema Gradfreiheit. Die Stanzerei ist insbesondere in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb ein Bereich, der immer dadurch auffällt, dass er relativ viele Schnittverletzungen hat. Eine Zahl, die ich gerade im Kopf habe, ist trotz persönlicher Schutzausrüstung, Handschuhe und so weiter, haben wir an einem italienischen Standort seit 2008 Größenordnung 250 Schnittverletzungen gehabt. Zum Teil natürlich sicherlich auch kleine, aber macht deutlich, dass das Thema Gradfreiheit hier nicht zu vernachlässigen ist. Sie müssen sich vorstellen, diese Dinge werden bei uns in der Kiste gehandhabt, fasst jemand in die Kiste rein, irgendwo gibt es eine scharfe Kante, ein Grat und dann haben Sie eben eine Schnittverletzung. Das Zweite ist, wenn Sie sich einfach mal das Thema Transport angucken. Wir brauchen für die SOL-Technologie deutlich weniger Transport am Rohmaterial, am Schrott, der ja auch wieder zurückgeführt werden muss, was dann am Ende aufsummiert mit den Stahl Erzeugungsprozessen auf ungefähr 78% CO2-Einsparung aufläuft. Das nächste ist, wir haben im Bereich der SOL einen Bereich, der nicht gehörschutzpflichtig ist. Wenn Sie in der Stanzerei, in der konventionellen Stanzerei bei uns sind, und das trifft für fast jede Stanzerei zu, obwohl die Pressen eingehaust sind, haben Sie einen Lärmbereich, der so irgendwo zwischen 85 und 115 dBA liegt. Und wir kommen im Bereich SOL-Technologie auf 75 dBA. Das hört sich sehr wenig an, deswegen habe ich Ihnen hier mal einfach das ein bisschen visualisiert. Und Sie sehen, dass die 75 dBA, das ist so der normale PKW, während die 115, das ist eben der Jumbojet, der startet. Ne? Das heißt also, auch wenn die Zahlen vielleicht als solche das noch nicht so deutlich machen, aber ich glaube, den Unterschied zwischen einem Düsenflieger und einem PKW, das können wir uns alle ganz gut vorstellen. Ein anderer Aspekt ist das Thema Ergonomie. Und deswegen hatte ich Ihnen auch eingangs ein bisschen was über unsere Unternehmenswerte gesagt, die wir auch in solchen Prozessen leben. Diese Werkzeuge, die Sie fürs Stanzen brauchen, sind nicht nur teuer, sondern sie sind auch schwer. Sie sind im Handling auch schwer. Die müssen in die Presse eingebaut werden, müssen aus der Presse herausgenommen werden. Da liegen sie, obwohl wir zum Teil Aluminiumelemente aus ergonomischen Gründen für Grundplatten beispielsweise verwenden, liegen sie bei ungefähr 500 Kilo pro Werkzeug, das zu handeln ist. Und Sie sehen es hier angedeutet, wenn Sie in unsere Gesundheitsstatistik hineinschauen, dann werden Sie feststellen, dass Mitarbeiter, es ist natürlich, sage ich mal, auch eine Volkskrankheit, aber überwiegend über Probleme im Bewegungsapparat klagen, was letztlich eben durch das Handling dieser schweren Werkzeuge resultiert. Ganz anders sieht das aus, wenn wir hier das Thema SOL angucken. Diese Scheiben, das sind wirklich ja, wie so Frisbees, also relativ kleine Scheiben. Die liegen, wenn man einen kompletten Satz von drei Werkzeugen sich anschaut, bei 3 × 10 Kilo pro Werkzeug. Das heißt, die Anzahl der Werkzeuge ist zwar gleich, aber auf der anderen Seite das Gewicht ist deutlich reduziert. Und das führt sicherlich dazu, dass wir in dem Bereich von der Gesundheitsstatistik deutlich günstiger liegen als in den konventionellen Bereichen. Ja, zum Thema CO2-Emissionen habe ich schon einiges gesagt. Wie gesagt, dort müssen Sie eben sehen, wie viel CO2 letztlich auch ein Stahlerzeugungsprozess verursacht. Und natürlich auch solche Dinge wie Transport spielen hier eine wesentliche Rolle. Ich glaube, ähnlich beeindruckend ist die Statistik für die Ziehöle. Wir brauchen Ziehöle, um die
Verformung möglich zu machen beim Stanzen. Das heißt, also Sie haben ein Coil, das ich sag mal, unkontrolliert beölt wird, so wird es angeliefert vom Walzwerk, wird dann üblicherweise gerichtet, anschließend dann systematisch beölt über eine Beölungszufuhr. Das können Sie machen über ölgetränkte Walzen, können Sie über Filze machen, können Sie über Sprühapplikationen machen. Aber am Ende haben Sie immer Verluste in der Aufdosierung und Sie haben auf jeden Fall eben das Öl auf der Komponente. Und Sie sehen, das Öl, was wir für die SOL brauchen, wird eingesetzt im Bereich des Räumens, also sozusagen im Finishing von der Schweißnaht. Und dort ist es so, dass wir Minimalmengen benötigen, sodass wir auch, was dieses Thema Öl angeht, deutliche Fortschritte haben. Und wenn ich vorhin von Streuverlusten gesprochen habe, Dosierungsverlusten, ist es so, dass Sie das natürlich in der Stanzerei auch überall finden. Sie finden dieses Öl auf dem Boden, Sie finden es auf den Teilen, Sie finden es in der Luft. Das heißt, das bereitet Ihnen an vielen Stellen Probleme, die wir im Bereich der SOL nicht haben. Arbeitsunfälle, da habe ich vorhin auch schon was drüber gesagt, sehen Sie ein bisschen die Statistik, da sehen Sie natürlich sehr schön, dass wir auch im konventionellen Bereich Gott sei Dank besser geworden sind über viele Maßnahmen. Aber Sie sehen vor allem, dass wir im Bereich der SOL überhaupt keine Unfälle gehabt haben, seit wir die Anlage betreiben. Und auch die Gesundheitsrate, das heißt also 100% minus Absentismus, sehen Sie, dass wir dort eigentlich immer auf den 100% liegen, während wir in der konventionellen Stanzerei in der Regel irgendwo saisonal bedingt zwischen 10% und 12% Krankenstand liegen. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Sie natürlich auch zum Teil körperlich schwere Arbeit dort verrichten müssen. Das heißt, auch wenn Sie beispielsweise Rückenschmerzen haben, haben Sie in der SOL eher die Chance zu sagen, okay, Sie kommen trotzdem zur Arbeit, während Sie im Bereich der Stanzerei ganz klar definitiv nicht arbeitsfähig sind. Ein bisschen ein Erfahrungsbericht, weil das hört sich jetzt vielleicht für Sie alles sehr glatt an und da sagen Sie, ja, das ist, hätte man eigentlich schon früher drauf kommen können. Deswegen ein bisschen zur Geschichte. Ich hatte Ihnen gesagt, wir haben begonnen 2005 mit diesem wirklich sehr, sehr groben, sehr groben Ring. Und mit der Euphorie starten war eigentlich das erste Problem, das zu bewältigen war, das Thema Toleranzen. Denn natürlich sehen diese Ringe nicht sehr kompliziert aus, aber wir reden hier von Toleranzen im Hundertstelbereich. Und wir sprechen insbesondere von extremen Empfindlichkeiten des Prozesses bezüglich der Fähigkeit der Rundheit. Das heißt also, Polygoneffekte und ähnliche Dinge sind nicht erwünscht. Und das muss man ganz klar sagen, das hat man am Anfang dieser Entwicklung unterschätzt. Denn Sie müssen sehen, klassischerweise, und das kennen Sie, wenn Sie eine Folie beispielsweise vom Kaugummi mal so ein bisschen über eine Kante ziehen, der nichts anderes macht, so ein klassischer Stanzbiegeprozess, dann merken Sie, dass der nicht rund, dass sich die Hülse, die sich da bildet, die ist nicht rund, sondern die ist rund mit einigen, Brüchen der Rundheit. Und genau das haben wir auch festgestellt. Und das ist etwas, was Ihr Stanzprozess automatisch erzeugt, wo Sie sich vorher auch nie Gedanken gemacht haben, wo Sie aber auf einmal feststellen, wenn Sie einen gebogenen Rohling haben, dass das eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das heißt also, die erste Ernüchterung war eigentlich das Thema, kommen wir von diesem grobschlächtigen Teil dahin, dass wir hier die Toleranzen einhalten können, insbesondere die Rundheitstoleranzen. Das haben wir dann überwunden und wenn Sie hier so einen Begriff sehen, UL-Approval, UL steht bei uns Freudenberg intern für Unternehmensleitung, das ist also die Konzernspitze. Nachdem man das überwunden hat, wurden dann auch die Mittel freigegeben für die Entwicklungsarbeit, für die nächsten Schritte.
Und dann war eigentlich der nächste Punkt, wer sind die richtigen Partner? Wer sind die richtigen Partner, sowas zu entwickeln? Freudenberg hat weltweit Größenordnung 2000 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung in Summe. Aber sie stellen dann selbst fest, selbst wenn sie 2000 Mitarbeiter in der Entwicklung haben, dass sie doch nicht das komplette Know-how-Portfolio haben, um hier solche Erfolge zu erzielen. Und deswegen war es extrem wichtig zu identifizieren, wer hat das Know-how und dort auch Partnerschaften aufzubauen. Und so ist dann 2007 die Bestellung herausgegangen. Es ging dann klassisch ingenieurmäßig los mit dem Engineering. Das heißt, jeder hat dann begonnen, erstmal nach einer Lösung zu suchen und die dann auch zu Papier zu bringen und auszuarbeiten. Und dann gab es ein ganz großes Erschrecken und auch eine ganz große Ernüchterung, weil wir geendet sind mit 74 CNC zu kontrollierenden Achsen. Und das bei Prozessen, die im Millisekundenbereich zum Teil zu steuern sind. Und zu dem Zeitpunkt musste die Firma Bieler feststellen, dass, obwohl sie Technologieführer ist und sie eigentlich sicher war, dass sie dieses Projekt stemmen kann, dass ihre aktuelle Seriensteuerung im Markt eingeführt nicht in der Lage ist, diese Koordinationsarbeit zu leisten. Das heißt, und deswegen denke ich, ist es wichtig für Sie auch mal ein bisschen zu begreifen, in welche Bereiche man da dann auch reinkommt. Was die Firma Bieler gemacht hat, ist, sie hat eine komplett neue Generation an CNC-Steuerung für ihre Standsbiegerautomaten entwickelt, weil sie festgestellt hat, dass das, was sie marktgängig hat, für diese Anwendung nicht reicht. Und das zeigt aber auch natürlich umgedreht, dass in einer solchen Krise immer eine Chance liegt. Das ist heute die Standardsteuerung der Firma Bieler. Das heißt, wenn Sie auf der Blechexpo in Stuttgart sind, was ja so die nächstgelegene Fachmesse ist, und dort Bieler-Maschinen sehen auf dem Stand, die haben heute die Steuerung, die im Zuge dieses Projektes entwickelt worden ist. Aber ganz klar, im ursprünglichen Zeitplan und auch im Budget war nicht vorgesehen, für diese Anlage eine komplett neue Generation Steuerung zu entwickeln. Das war ein Riesenthema. Dann wurde montiert, dann wurden Versuche gefahren und dann hat man wieder festgestellt, das Thema Toleranz spielt eine große Rolle. Das Thema Toleranz auch im Bereich der Schweißnaht. Was wir heute tun, ist, wir überwachen heute die Schweißnaht, das Schweißbad zu 100%, weil dieser Prozess, das Prozessfenster, in dem wir uns da bewegen, extrem eng ist. Das hatten wir ursprünglich auch so nicht vorgesehen und hat nochmal weitere Komplexität hineingebracht. Ich meine, im Prinzip ist eine Schweißbadüberwachung nichts anderes als, ich sag mal, ein Poka-Yoke-System, ein Fehlerverhinderungssystem. Das muss geteacht werden. Das heißt, Sie müssen erstmal begreifen, wo liegt eigentlich der Bereich, den Sie brauchen, um eine belastbare Schweißnaht zu erzeugen. Und das muss natürlich in ein Gesamtkonzept integriert werden, das steuerungstechnisch eh schon eigentlich ja, ganz, ganz oben im Bereich des technisch Machbaren liegt. Dann kam kurz bevor eigentlich die Anlage in Betrieb genommen werden sollte, in Serienbetrieb, ein weiteres Thema. Das war das Thema Pneumatik und Hydraulik. Pneumatik und Hydraulik deswegen, weil wir sehr schnell gesehen haben, dass wir von der Geschwindigkeit her hier an die Grenzen kommen und dass wir von den Kräften zum Teil an die Grenzen kommen. Das heißt, wir müssen in sehr hoher Geschwindigkeit hohe Kräfte aufbringen und das, ich sag mal, stabil und lagekontrolliert. Und Sie wissen, klassischerweise sind Hydrauliken nicht positionskontrolliert. Das heißt, sie bringen einfach in der Hydraulik einen Druck auf. Sie können den Druck abfragen, den sie erreichen, aber sie können nicht die Lage abfragen. Das war ein weiterer Rückschlag, der hier überwunden werden musste. Und erst im Jahr 2010 waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, im Sommer, wir bringen die Anlage nach Weinheim, wir nehmen die dort in Betrieb.
und wir füllen sie mit Serienprodukten. Und Serienprodukten in dem Fall heißt schwerpunktmäßig Produkte für die NKW-Industrie, für den Industriebereich und mit einer längeren Achse auch für den Automobilbereich, also den PKW-Bereich. Denn was Sie sich auch vorstellen können, ist eine Schwierigkeit, mit der wir natürlich auch kämpfen, ist, wir gehen hier mit einem komplett neuen Verfahren in den Markt. Das heißt, Sie müssen für diese Teile komplette Freigabezyklen durchlaufen. Und wir sind im Bereich der Radialwellendichtringe, der Simmerringe, in einem Bereich von sehr langlebigen Produkten. Das hat nichts mit irgendwelchen Plattformen zu tun und irgendwelcher Kosmetik und Design, sondern Getriebe werden in der Regel für mindestens zwei Modellgenerationen gebaut. Das heißt, Sie haben dort einen deutlich langsameren Wechsel von Produkten und entsprechend langwierig ist es, dort auch Produkte freizufahren über Teststände. Wir sind ja in Bereichen tätig mit diesen Produkten und eingesetzt, wo es auch zum Beispiel auf Umweltschutz ankommt. Ein Getriebe, das leckt, mit dem kommen Sie nicht durch den TÜV. Getriebe, das leckt, kreiert Umweltprobleme. Und natürlich haben Sie den Ölverlust, der dort auch wieder zu weiteren Problemen führt. Das heißt, nachdem wir dann die technischen Probleme gelöst haben, ist eigentlich der nächste Schritt, diese Umstellung, diesen Wandel von dem konventionellen Stanzen hin zu diesem SOL-Verfahren auch organisatorisch zu meistern. Das nächste, was wir jetzt gesehen haben, ist, kleinere Ringe haben natürlich kleinere Materialeinsparungen. Das heißt, wenn Sie typische PKW-Ringe haben, das sind so 50 Millimeter Durchmesser, Außendurchmesser, 40 Millimeter Außendurchmesser, dann reicht die Geschwindigkeit der Anlage, die wir heute haben, nicht aus, um kosteneinsparend hier das neue Verfahren einzusetzen. Das heißt, und das sehen Sie als nächsten Schritt, wir überlegen im Moment, wie können wir diese Technologie weiterentwickeln, indem wir die Geschwindigkeit weiter erhöhen, indem wir die Investitionskosten für die Anlage senken, um auch in Bereichen wirtschaftlich zu sein, die geringere Materialeinsparungen zur Folge haben. Da spielt natürlich auch mit rein, dass solche PKW-Ringe dünnere Materialstärken haben. Dünnere Materialstärken heißt auch da wieder weniger Materialeinsparungen. Das heißt, es ist nicht nur abhängig vom Durchmesser, sondern auch von der Materialdicke. Das heißt, wenn Sie einen solchen Pfad sehen, brauchen Sie natürlich erstmal einen langen Atem. Und ich denke, also viele börsennotierte Unternehmen hätten ein Problem, einen solchen Entwicklungsprozess vor dem Hintergrund von Quartalberichten zu rechtfertigen, weil sie eigentlich, als wir 2005 losgelaufen sind, nicht wirklich vorhersagen konnten, wo wir am Ende herauskommen werden und ob wir überhaupt am Ende den Erfolg haben werden, der beabsichtigt war. Jetzt habe ich Ihnen viel erzählt. Was ich Ihnen jetzt einmal mal zeigen möchte, ist ein kurzen Film, weil ich glaube, dass damit wäre ich am Ende dessen, was ich Ihnen so als Vortrag zeigen wollte. Und freue mich natürlich auf, ja, Ihre Fragen, Ihre Hinweise, Ihre Anmerkungen. Ja, bitte. Ja. Das wird dann statistisch auch ausgewertet. Das geht in ein klassisches CAQ-System hinein. Typischerweise messen wir Außendurchmesser und in verschiedenen Höhen. Und die Gesamthöhe, das heißt also Boden bis auf den unteren Bereich, das sind die typischen Dinge, die wir dort abmessen. Das vielleicht auch, wenn Sie das ursprüngliche Pflichtenheft zur Anlage lesen, hatten wir geplant, eine 100%-Kontrolle nach dem Kalibrieren zu machen.
aufgrund der Prozessfähigkeiten, die Sie gerade gesehen haben, haben wir die Station dann nicht realisiert, sondern haben dann entschieden, dass eine statistische Prozesskontrolle eben über eine 3D-Messmaschine ausreichend ist. Ja, 10.000 sind nicht, aber eben zu Los Beginn, Los Ende und dann bei Langlaufen Losen nochmal dazwischen. Ja, bitte. Ich habe mich interessiert, ob man jetzt, wenn man gerade so diese Ringe der alkoholischen Technik herstellen würde, ob man davon mehr oder weniger Platz braucht. Also die Anlage sah ja recht groß aus. Also Platzersparnis für die Anlage selber nicht. Also wo Sie Platz sparen, ist Lagerbestände, also Zwischenlagerbestände. Aber die Anlage selber ist jetzt nicht so groß, aber Sie müssen vergleichen, eine klassische Bandstanze macht bei uns ungefähr 20 Millionen Teile im Jahr. Eine SOL-Anlage macht ungefähr 7 Millionen Teile im Jahr. Das heißt also, Sie brauchen drei solche Anlagen, um quasi eine Bandstanze zu ersetzen. Deswegen also Platzeinsparung liegt eher im Bereich der Bestände als im Bereich der reinen Fläche, die belegt wird durch die Anlage. Ja? Im Moment ja, schon allein deswegen, weil wir gemeinsam mit der Firma Bieler ein Patent auf dem Verfahren oder zwei Patente auf dem Verfahren halten. Also im Moment wendet nur die Firma Freudenberg das Verfahren an. Ja, bitte. Weil Sie ansonsten an der Innenseite immer ein klein wenig eine Erhebung haben. Und die im Bördeln, Sie haben gesehen, da rotiert im Prinzip das Teil natürlich zu einer Unwucht führt. Das heißt, also Sie brauchen, da sind wir genau bei diesem Thema Toleranzen, Sie brauchen eine perfekt glatte Hülse, um anschließend fehlerfrei bördeln zu können. Könnte man auch schleifen, wäre deutlich teurer und hätte dann wieder das Problem, Sie brauchen unter Umständen Medien zum Schleifen. Deswegen haben wir uns für das Räumen mit einem minimalen Öleinsatz dann entschieden. Ja. Genau, also das muss man ganz klar sagen, also das vom Material her härteste, der vom Material her härteste Bereich ist die Schweißnaht. Wir setzen eben, wie gesagt, Zusatzstoffe ein und für klassische Simmering-Gehäuse brauchen wir, wie gesagt, niedrig legierte C-Stähle. Und das Zugabematerial ist in der Qualität deutlich oberhalb. Also deswegen, also der härteste Bereich ist sowieso unabhängig von den thermischen Dingen, die da passieren, die Schweißnaht selber. Ist übrigens auch eines der Themen. Am Anfang gab es die Vision, die Idee, natürlich ohne Zusatzstoff auszukommen. Das mussten wir dann im Zuge der Versuche ganz klar feststellen, dass es einfach nicht geht. Ja, weil wir, also eine der Herausforderungen dieses Verfahrens ist die präzise Ausrichtung der Bandenden. Also Sie machen ja erst die Hülse, dann haben Sie quasi die dann schneiden Sie mit dem Laser und dann haben Sie die Stoßstelle. Und wenn Sie dieses erste Teil richtig gesehen haben, wenn man es genau anguckt, sieht man, da ist, ich sag mal, übertrieben ein Versatz zwischen den Bandenden. Und das heißt, Sie haben sowohl die Ausrichtung dieser Bänder ist, ich sag mal, sehr, sehr entscheidend, als auch die Kontrolle des Spalts, wenn Sie beginnen zu schweißen. Und unsere Feststellung war, dass wir die Prozessstabilität dieser Ausrichtung nicht so genau hinbekommen, dass Sie ohne Zugabematerial auskommen. Genau. Ja. Die Kanten ist, die Schleißen ist, die Räume ist. Warum will man kein Präzisionsrohr?
weil das Rohr deutlich teurer ist. Also das Rohr ist deutlich teurer. Genau. Ja. Also ich weiß nicht, inwiefern Sie den Stahlherstellungs- oder den Bandstahlherstellungsprozess kennen. Also beim Bandstahl kommen Sie ja quasi von einem Muttercoil, das dann quasi nochmal gespalten wird auf die Endbreiten. Das heißt also, in dem Bereich haben Sie auch relativ wenig Abfall, während die Rohrerzeugung deutlich, auch anlagentechnisch, deutlich aufwendiger ist. Also am Ende sind es Kosten. Ja. Nein, nein. Also das ist eine Technologie, die die Firma Trumpf zum Beispiel standardmäßig anbietet. Aber es sei natürlich richtig, deswegen hört man es nicht so oft. Man versucht natürlich immer eigentlich auf den Zusatzstoff zu verzichten, weil er zusätzlich Komplexität reinbringt. Also uns hat diese Erkenntnis mindestens ein halbes Jahr gekostet in der Entwicklung, bis das dann in den Gesamtprozess integriert war. Also man versucht in der Regel beim Laserschweißen ohne Zusatzstoff auszukommen. Bei Freudenberg ja, in dem Bereich nein. Gar keinen. Also kein. Nein, die ist von Trumpf. Von Trumpf, ja. 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 Nein, also wir haben von der Laserseite her ist der Entwicklungspartner Trumpf, und von der Stanz-Biege-Seite, von der Umformseite die Firma Bieler. Und man muss auch ganz klar sagen, also wir sind auch im Zusammenhang mit diesem Deutschen Innovationspreis immer wieder natürlich auch gefragt worden, welche Rolle spielt da der Standort Deutschland? Weil Sie sehen es hier, es ist der Deutsche Innovationspreis. Und für uns, muss ich sagen, war und ist es immer noch, wir sind immer noch in der Weiterentwicklung, ich bin am Montag bei der Firma Bieler, es ist für uns immer noch ganz, ganz entscheidend gewesen, diese, ich sag mal, enge Partnerschaft und das enge Netzwerk, ich sag mal, hier innerhalb von 300 Kilometer Umkreis. Also wir können uns nicht vorstellen, so eine Entwicklung auch über die Zeitschiene zu machen mit Partnern, die, ich sag mal, weltweit oder europaweit verstreut sind. Und man muss natürlich auch sagen, wenn Sie in diese Technologien hineingehen, sitzen auch die Technologieführer, ich sag mal, um es noch weiter einzuengen, in Baden-Württemberg und in Bayern. Ja? Ja. Wie war denn da die Zusammenarbeit mit diesen Technologieführern? Klar, die gucken natürlich, dass sie weiterentwickeln, aber ich meine, wenn sie anhand eines solchen Projektes feststellen, dass sie eine komplett neue Steuerung entwickeln, dann werden die natürlich dann auch vorsichtig. Ne? Also das bringt natürlich, sagen wir mal so, das ändert natürlich deren Fokus natürlich auch ganz erheblich. Ne? Ja, ganz klar. Also auch da, denke ich, hat es sicherlich geholfen, drei Unternehmen zu haben, die von der Philosophie her auch zusammenpassen. Wir reden ja über drei Familienunternehmen, die sicherlich jetzt alle nicht auf, ich sag mal, Paybacks, also Sie haben es ja bei der Einleitung vorhin gesagt, ich habe schon für Unternehmen gearbeitet, die börsennotiert waren. Und ich sag mal, da haben sie in der Regel Entwicklungen nicht angegangen, wenn der Payback länger als 2 Jahre war. Wenn Sie das hier so rechnen, dann fangen Sie ganz früh an abzubrechen. Und das geht sicherlich auch für die Entwicklungspartner. Wenn die Firma wieder ausgeschieden wäre, dann hätten Sie jetzt Prozesse. Ja, ja. Also deswegen, das denke ich, das ist für Innovation wirklich extrem wichtig. Man muss wissen, wer welche Stärken hat.
Und man muss dann auch in eine Zusammenarbeit hineingehen, die über so eine Zeit auch trägt. Und Sie können sich vorstellen, da gab es natürlich zwischendurch, ich hatte es ja versucht, so ein bisschen in dem Gebirge anzudeuten, es gab natürlich ganz klar Punkte, wo immer wieder einer der Partner gesagt hat, ist das, was wir hier tun, richtig, ist das zielführend, ist das das, was wir wirklich machen wollen. Und ich sag mal, am Ende hat uns der Erfolg recht gegeben, dass wir den langen Atem hatten. Aber sicher war das 2005 nicht, dass wir irgendwann mal dastehen werden und sagen werden, wir haben einen deutschen Innovationspreis gewonnen. Ja. Und das macht natürlich auch einen Tag mal selber was davon zu haben. Ganz klar. So viele Maschinen nehmen Sie ja dann auch nicht ab, dass Sie sich eine komplette Steuerungsentwicklung leisten können. Richtig. Also ich denke, was die Steuerung angeht, das hat natürlich einem Unternehmen wie Bieler geholfen, auch in anderen Bereichen Lösungen angehen zu können, die man bisher gar nicht angegangen hat, weil man von vornherein diese Problematik der Steuerung erkannt hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass unsere, ich sag mal, Exklusivität, was die Technologie angeht, natürlich auch daran gebunden ist, dass Freudenberg solche Maschinen bei den Entwicklungspartnern erwirbt. Also insofern gibt es da natürlich schon auch eine klare Regelung, um Win-Win-Situationen herzustellen. Das andere ist, und das stellen wir eben auch fest, wir kommen auch jetzt zum Teil in Produktbereiche rein mit dieser Technologie, die wir mit dem konventionellen Stanzen eben nicht abdecken konnten. Und deswegen denke ich, das ist auch ein Teil der Erkenntnis aus einem so langen Prozess. Sie starten natürlich mit einem klaren Bild, was Sie erzielen wollen, aber am Ende erzielen Sie mehr Nutzen, den Sie ursprünglich nicht geplant haben. Genau. Ja. Aber Sie können sich vorstellen, ich meine, ich bin in einer relativ späten Phase dieses Projektes eingestiegen, aber wir haben noch heute auch bei Investitionsreviews natürlich immer wieder Diskussionen, ist es diesen Aufwand auch wert? Und Weinheim liegt sehr, sehr nahe an Ladenburg und Sie wissen, in Ladenburg war der Benz zu Hause. Und der hatte eine mutige Frau, die Bertha Benz, ne? die erste Überlandfahrt gemacht hat. Und bei solchen Diskussionen sage ich dann oft, wenn die Bertha Benz eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für dieses Fahrzeug und die Investition gemacht hätte, dann würden wir glaube ich wahrscheinlich immer noch mit der Pferdekutsche unterwegs sein. Na, also ich denke, man muss dann auch an ein paar Stellen einfach sagen, okay, man probiert es jetzt. Und dazu muss man natürlich aber auch, und ich denke, das ist der Punkt, auf den Sie raus wollen, man muss natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Solidität haben. Ne? Also wenn Sie die nicht haben, wenn Sie etwas anstreben, wo Sie sehr, sehr kurzfristig auch den Kapitalrücklauf brauchen, dann sollten Sie sich auf so eine Reise nicht begeben. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was die Firmen Freudenberg, Bieler und Trumpf verbindet. Bitte. Sie haben vorhin erwähnt, dass die Steuerung jetzt viel zu die CNC reißen. Ich vermute jetzt einfach mal simultan. Ja, genau. Ja. Wo ist denn da die Grenze? Also das System, was sich jetzt herausgebildet hat, ist modular. Also das kann im Prinzip, ich bin zu wenig Steuerungstechniker im Detail, aber was ich von der Steuerung weiß, ist, dass es ein modular aufgebautes System ist, das Sie im Prinzip also ähnlich wie mit CPUs quasi nochmal erweitern können, wenn Sie jetzt noch mehr Anforderungen haben. Muss man aber auch an der Stelle ganz klar sagen, ist am Ende natürlich auch ein Kostenthema. Also zum Beispiel eine der Diskussionen, die wir jetzt haben für die, ich sag mal, Anlage für die kleineren Geometrien, ist ganz klar, dass wir sagen, wir müssen von diesen 74 Achsen runter. Weil diese Komplexität ist natürlich auf der einen Seite, und das ist auch bei der Innovation immer so das, wo Sie die Waage halten müssen und was auch immer wieder zu potenziellen Konflikten in solchen Projektpartnerschaften führt, ist, am Ende haben Sie immer die Waage aus Finanzen und Technologie. Und natürlich, der Entwickler, der sieht seine Steuerung und die Möglichkeiten, die da ist. Aber auf der anderen Seite müssen Sie natürlich sehen, dass diese Komplexität ihren Preis hat.
Und deswegen ist es also sicherlich nicht erstrebenswert, da noch mehr Achsen zu ergänzen, sondern unser Ziel ist es schon, da eher Komplexität zu reduzieren. Ja, bitte. Ja. Also man muss sicherlich sagen, dieses Fertigungsverfahren ist eine Ergänzung zu dem Bestehenden. Also es wird weiterhin Stanzen geben auf absehbare Zeit, weil es Dinge gibt, die entweder wirtschaftlicher mit Stanzen zu erzeugen sind oder die auch mit dieser SOL-Technologie im Moment zumindest von der Geometrie nicht darstellbar sind. Wir haben konkrete Pläne, eine Anlage nach Übersee zu bringen, also nach Amerika. Von dem her werden wir da immer, wenn die Mengen auch da sind, die so eine Investition lohnen und natürlich auch die Infrastruktur. Sie können sich vorstellen, schweißen brauchen Sie entsprechende Gase, die Sie in so einem Gebäude dann eben auch bereitstellen müssen über Batterien. Sie brauchen andere Randbedingungen, Sie brauchen ein spezielles Lager für diese für die Lagerung dieser Schmalbänder. Das werden Sie jetzt nicht an allen Standorten ausrollen. Aber ganz klar ist, es wird nicht ausschließlich der Standort Weinheim am Ende sein. Also sicherlich nicht in dem ersten Schritt. Also weil eben sind wir wieder bei diesem Thema Komplexität, das schon eine Anlage ist, wo Sie eine extreme Qualifikation benötigen. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich auch sagen, ist es eine Frage auch der sag mal, Technologieführerschaft, die wir schon ganz gerne im westlichen Raum auch platzieren. Natürlich, das spielt, dieser Know-how-Schutz spielt eine Rolle. Deswegen, wie gesagt, Ihre Frage zum Thema ja, Besuch oder Besichtigung. Da haben wir im Moment ein Problem, da jeden sozusagen das auch sehen zu lassen. Wir machen es natürlich für unsere Kunden, aber das wollen wir natürlich schon auch, sage ich mal, noch vor dem Hintergrund Know-how-Schutz auch einfach intern halten. Also auch wenn Sie den Bereich zum Beispiel begehen, das ist ein Bereich, den wir mit Zugangssystemen abgesichert haben, also werden Sie sich sonst bei uns in Weinheim auf dem Campus relativ frei bewegen können, ist das ein Bereich, wo eben nicht jeder reinkommt. Ja. Das ist ähnlich wie bei einer Stanze, bei einer normalen, beim Stanzautomaten sprechen Sie in der Regel von Mehrmaschinenbedienung. Und so ist es hier auch. Also der Personalbedarf ist ungefähr ausgewogen. Also Sie liegen hier beim Bedienverhältnis von 1 zu 2 bis 1 zu 3. Das heißt, was wir heute tun, ist, wir haben zusätzliche Tätigkeiten in dem Bereich, weil die Mitarbeiter eigentlich mit der einzelnen Anlage nicht ausgelastet sind. Also von dem her, da haben Sie keinen Rationalisierungseffekt jetzt dadurch, dass Sie sagen, Sie haben hier diese Anlage. Wo Sie natürlich Einsparungen haben, personell und maschinell, ist, dass Sie Zusatzarbeitsgänge vermeiden. Weil Sie natürlich bei diesen Themen Anschrägen, also Drehoperationen, Gleitschleifen, da haben Sie natürlich Personal und Sie haben natürlich auch Maschinen, die Sie für die Teile, die hier von der SOL kommen, nicht mehr brauchen. Ja. Ja. Das ist schwerpunktmäßig das Herstellen, also die Patentsituation ist schwerpunktmäßig die Kombination aus Schweißen und Schneiden mit Laser.
die Steuerung und ich sag mal die Kombination solche Ringe. Also wir beziehen uns natürlich hier auch immer für Applikationen auf Dichtringe. Sie können sowas nicht patentieren für ich sag mal jede Art von rotationssymmetrischen Metallteilen und dann die Kombination eben von Laser schneiden und schweißen. Und wie gesagt, wenn Sie den ersten Ring sehen, war das auch eine der Barrieren. Ich hatte es Ihnen ja gesagt, wir haben 1999 mit Ideen Reibschweißen begonnen. Und letztlich ist das Geheimnis oder die Besonderheit eben in dem ersten Teil wirklich eine nahezu perfekte Hülse herzustellen. Das heißt also möglichst ohne Polygoneffekt und mit einer möglichst ebenmäßigen Schweißverbindung. Ja? Gern? Kein Problem. Dieses Rollen, das findet am Innenbereich und am Außenbereich statt. Genau. Also schwerpunktmäßig am Innenbereich, aber auch ein bisschen am Außenbereich. Ja, weil letztlich über den Innenbereich wird ja geformt. Das haben Sie ja gesehen. Sie haben quasi die Scheibe, wo ja die Hülse quasi innen dann kontaktiert. Und deswegen ist die Qualität, ich sag mal, dieser Lauffläche sehr entscheidend. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für den Vortrag. Hat einen sehr interessanten Einblick gegeben, vor allem in der Zusammenarbeit zwischen Produzenten, zwischen Lieferanten, der Technologieentwicklung. Und ich denke, das Zusammenspiel dieser Partner hier ist beispielhaft. Das Ergebnis ist auch beispielhaft. Und das war eine sehr interessante Einführung, wie das dann funktionieren kann. Und das ist sicher auch ein Punkt, der eine der Stärken des Standorts Deutschland ist. Sie haben es selber angesprochen, die Nähe der entsprechenden potenziellen Lieferanten, Anbieter, der Technologieführer, die damit involviert werden. Und wie gesagt, auf die man sich dann auch verlassen muss, um solche entsprechenden Lösungen generieren zu können. Gut. Das war der letzte Vortrag für diese Sektion der VDI-Vorträge für dieses Semester. Ich darf Ihnen dann noch einen schönen Nachhauseweg wünschen, frohe Weihnachten wünschen. Die VDI-Vorträge werden fortgesetzt nächstes Jahr zum Sommersemester. Die Einladung wird dann entsprechend und rechtzeitig verschickt. Ich darf mich herzlich bedanken und ich darf mich auch herzlich bei dem Herrn Dr. Kuhnau bedanken. Na, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und Ihnen auch einen schönen Abend.